Hallo und herzlich willkommen bei GamesTV 24 Daily, dem täglichen Video-News-Überblick. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wir starten zuerst mit einem Thema, das die Massen bewegt. Ja. Ich weiß, auf der Liste steht Doom zuerst, aber ich glaube, wir fangen doch mal ein bisschen an mit Oculus Rift. Denn Oculus Rift ist gestern ja in die Vorbestellerphase gegangen. Wir haben das ja angekündigt am Dienstag. Am Dienstag wussten wir noch nicht, wie viel das denn überhaupt kostet. Und jetzt wissen wir da ein bisschen mehr. Das ist ganz schön happig, finde ich. Also 699 Euro werden es sein. Das sind die 599 Dollar in den USA. Ja. Da kommt aber noch die Steuer drauf, der Einfuhrpreis, der Zoll und so weiter. Deswegen dann kommen 699 Euro. Daraus entstehen diese 699 Euro. Mit Versandkosten nach Deutschland sind das knapp 740 Euro. Ja, also das ist schon mal ein stolzer Preis. Da haben, glaube ich, nicht viele mitgerechnet, dass es dann tatsächlich so weit oben liegt. Ich dachte, es ist immer so um die 200 Euro irgendwie. So Konsolenpreise halt. Also das haben wir eigentlich vermutet. Aber die Technik dahinter ist wohl dann doch ein bisschen teurer. Obwohl es wohl von Facebook auch, die ja Oculus Rift besitzen sozusagen, ist ja eine Tochter von Facebook, subventioniert wurde. Ja, aber man muss sagen, es ist ja nicht nur das Headset drin. Ja. Es ist ja auch der IR-Sensor drin, dann ist Lucky's Tale und Evil Curry drin, also die beiden Spiele. Genau. Und der Xbox-Controller, der Wireless-Controller. Ja. Also das stimmt, das ist jetzt nicht nur die Brille, sondern ihr habt quasi auch den Controller und diesen Sensor, der quasi eure Bewegungen misst, wo ihr gerade seid und so. Also das in der Tiefe quasi. Genau. Wer sich das Teil jetzt bestellt, der bekommt auch einen Platz in der Warteschlange für die Vorbestellungsphase des Oculus Touch Controller. Der soll ja erst später kommen. Das ist ja dieser spezielle Virtual Reality Controller, der dann kommt. Die Auslieferung gestern, wenn man gestern denn bestellt hat. Wenn man schnell war. Dann bekommt man schon im März. März 2016, Anfang März 2016. Wer jetzt aktuell bestellt, also aktuell ist es wohl so, dass man so bei Juni ist mit der Auslieferung. Also wenn ihr es gestern verpasst habt und ihr wollt unbedingt eine Oculus haben, dann wird es bei euch eher der Juni werden. Genau. Man muss bei diesen ganzen Kosten, darf man nicht vergessen, dass ihr auch einen PC haben müsst, der einiges an Leistung bringt. Nvidia hat ein bisschen was dazu gesagt. Und zwar die siebenfache Leistung benötige ein Virtual Reality Spiel gegenüber der gängigen Ausgabe in 1080p und 30 Bildern pro Sekunde ohne VR-Headset. Mhm. Und das bedeutet quasi, wenn man das übersetzt, also mindestens eine GTX oder eine GTX 970 sollte schon in eurem Rechner also sein. Also eher aufwärts. Eher aufwärts. Weil Crytek hat das ja, glaube ich, mal gesagt. Ja. VR-Sachen ist eigentlich nichts mit 30 FPS. Es ist eher so 120 FPS Minimum. Genau. Also insgesamt ist das ein recht teurer Spaß. Die Kollegen von Oculus Rift, also der Gründer, der Palmer Luckey, der ist da auch recht offen. Und der sagt auch tatsächlich, dass das größte Investment für die Benutzer stellt wohl auch der PC dar, weil die wenigsten haben halt, oder nur wenige User haben halt so einen High-End-PC. Und er meint, wenn wir das Rift über 300 US-Dollar verkaufen würden, denke ich nicht, dass die Rezeption deutlich besser wäre. Ja, kann man so sagen. Ja. Also Erfreulich offen ist es auf jeden Fall. Ja, aber es zeigt halt doch wieder, dass VR immer noch so ein Liebhaber-Ding ist, weil du musst halt eine echte Bombenmaschine als erstmal für einen PC haben und dann auch noch diese 740 Euro für die Oculus oben drauf legen, wo jetzt der Touch-Controller noch nicht mal dabei ist. Ja. Also es ist wirklich was für Technik-Fans, Freaks, für Early-Adaptoren, so nennt man das ja. Also quasi Leute, die halt immer das Neueste und Beste haben müssen, die sollen sich das Ding auch kaufen. Wie ist es privat? Hast du gestern vorbestellt? Nee. Ich auch nicht. Ist mir ein bisschen zu teuer dann doch. Also wir haben ja für die Firma jetzt doch eins geholt. Das wird auch im März kommen, oder? Ja, genau. Wir waren rechtzeitig dran. Aber privat, nee. Genau. Von daher, muss halt jeder selber wissen. Also müsst ihr selber wissen, ob das so ein Ding ist. Es wäre, also ich würde empfehlen, jetzt so aus journalistischer Sicht, würde ich empfehlen, noch bis Ende Februar zu warten. Ja, weil da kommt nämlich noch das HTC Vive. Genau, das HTC Vive von Valve, das ja viel überzeugt hat, auch auf der Messe bis jetzt. Man muss ja natürlich vergleichen und gucken, was ist jetzt tatsächlich besser, das Oculus Rift oder die HTC Vive, das weiß man ja vorher nicht. Und was sich durchsetzt, aber da wird es auch nochmal spannend,
zu warten, wie es denn da mit dem Preis aussieht. Es sind ja auch im Grunde zwei unterschiedliche Systeme der Bewegungserkennung. Genau. Also bei Oculus ist es ja dieser Infrarotsensor, der vorne ist und das vorne und nach hinten quasi macht. Ja. Und der Rest wird mit der Brille gemacht. Und bei der HTC Vive, da sind ja wirklich Sensoren im Raum aufgestellt, die diesen Raum quasi scannen. Genau. Und dadurch ist meiner Meinung nach eine exaktere Positionserkennung möglich. Aber das werden wir dann alles Ende Februar sehen. Werden wir dann sehen? Werden wir es nicht sehen, nee, weil da können wir es noch nicht ausprobieren. Da können wir es noch nicht ausprobieren, aber wenn es dann halt tatsächlich kommt, es wird auf jeden Fall sehr... Dann wissen wir schon mal, wie viel es kosten wird, das HTC Vive. Es wird sehr, sehr spannend, welches sich dann von den Headsets am Ende des Tages tatsächlich durchsetzt. Es ist ein schöner Formatkrieg vielleicht wieder, so ähnlich wie das halt war bei Blu-ray und HD-DVD. Natürlich ist auch, wer eine PlayStation hat, Sony hat natürlich auch was im Petto, nämlich die PlayStation VR. Ich glaube, das wird sich dann eher durchsetzen, weil eine PlayStation hat man halt schon. Da musst du dir vielleicht nur die VR-Sache dazu kaufen und nicht irgendwie noch aufrüsten. Genau. Ist auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Jetzt geht es endlich los, nach Jahren der Vorbereitung und so weiter. Das VR-Zeitalter steht kurz bevor, vielleicht ist es auch nur ganz kurz. Ja, vielleicht ist es auch ganz schnell wieder zu Ende mit den VR-Geschichten. Aber wir bleiben natürlich am Ball und werden euch da weiterhin auf dem Laufenden halten. Wird natürlich auch entsprechende Videos dazu geben. Dann geht es weiter mit Doom. Da haben wir auch hier schön, ne, so ein Bild im Hintergrund des Studios. Und da gibt es ein paar Infos in einem Game Informer-Interview. Ja, Hugo Martin hat da nämlich was gesagt zu dem dem Game Informer. Und er hat gemeint, die Story ist nebensächlich, bei Doom geht es darum, Dämonen zu töten. So wie es in den älteren Dooms ja auch war. Und man sprengt halt Dinge in die Luft und tötet Dämonen. Und Also wer sich an Doom 3 erinnert vielleicht, das war ja auch, da hat man versucht, ein bisschen mehr Story einzubauen. Ich fand das eigentlich auch ganz cool, aber es war halt nicht mehr Doom. Ja, es wirkte irgendwie so auch nicht halb zu Ende, nicht so richtig zu Ende gedacht. Nee, ja, also mit diesen komischen Tagebüchern, die man da überall gefunden hat und so. War ein lustiges Gimmick. War ein netter Ansatz, war ein anderes Spiel als die Vorgänger, aber die Fans wünschen sich anscheinend wieder Doom 1 und Doom 2. Ein buntes, schnelles, heftiges, hartes Doom. So sieht es ja auch derzeit aus, dass es kommen mag. Und wie gesagt, Story ist erstmal nebensächlich. Ja, aber es sollen natürlich auch witzige Dinge in Doom versteckt sein, so wie in den Vorgängern auch. Also wer sich da beschäftigt mit dem Spiel, der wird auch andere Dinge finden. Und eine Story wird es natürlich auch geben, aber die ist wahrscheinlich nicht so präsent. Genau. Inspirationsquelle für Doom soll Rock'n'Roll sein, wen überrascht es? Martin sagte dazu auch, es gibt eine Menge Heavy Metal in unserer Hölle und das ist beabsichtigt. Mhm. Man wolle halt diesen Look, der schlichtweg over the top sei, auch für dieses Doom Reboot. Was ich bis jetzt davon gesehen habe, das gefällt mir durchaus. Mhm. Ist natürlich nichts für zartbeseitigte Gemüter, das muss man auch ganz klar sagen. Aber sieht ganz lustig aus. Es ist halt Doom. Es ist halt Doom und vielleicht haben wir da auch bald mehr Infos für euch. Mehr Infos gibt es auch zu Psychonauts 2, denn das wird jetzt wahrscheinlich kommen. Genau, es ist finanziert worden, das Crowdfunding-Ziel wurde erreicht. Es ist nicht auf Kickstarter finanziert worden diesmal, sondern auf fig.com, F-I-G geschrieben. 3,3 Millionen US-Dollar und 26.000 Unterstützer. Ja, ein bisschen läuft es ja auch noch. Genau. Also wer da noch backen will, der kann das noch tun und wer 10 Dollar oder mehr stiftet, der kriegt sogar noch die digitale Variante für Psychonauts 1. Genau, für Windows, Linux oder OS X. Lohnt sich auf jeden Fall, wer es noch nicht ausprobiert hat, ein sehr, sehr geiles Spiel, Psychonauts das erste. Und Tim Schäfer ist natürlich total happy über das ganze Ergebnis, ist ja auch klar. Es sind 26.000Unterstützer bis jetzt und im Herbst 2018 wird es dann erscheinen für PC, PS4 und Xbox One. Genau, viel mehr kann man dazu auch nicht sagen. Noch zwei kürzere Meldungen. Star Citizen, das ist ja auch derzeit sehr, sehr spannend in dieser Alpha-Phase. Und da ist ja natürlich, fragen sich jetzt viele, sag mal, wie ist denn das jetzt mit VR? Es bekommt VR-Unterstützung Anfang 2016, also bald. Also bald, beziehungsweise beginnen sie mit den Entwicklungsarbeiten, ob das dann auch tatsächlich schon eingebaut wird. 2016 wissen wir noch nicht. Elite Dangerous hat es ja schon, also wird es Zeit auch für Star Citizen da mal nachzuziehen. Genau, die Engine muss auf jeden Fall ein bisschen angepasst werden. Das ist ja, soweit ich weiß, eine angepasste CryEngine, mit der sie da arbeiten. Und das müssen sie natürlich umprogrammieren. Und denn Star Citizen soll dann natürlich, wenn es denn mal fertig ist,
alle gängigen, was immer das so heißen mag, alle gängigen VR-Headsets unterstützen. Also vermutlich diejenigen, die halt. Die sich dann durchgesetzt haben, wenn Star Citizen erscheint. Genau. Ja. Ja. Rise of the Tomb Raider kommt ja jetzt doch schon im Januar und die Systemanforderungen stehen auch schon fest. Und zwar sind die Mindestanforderungen Windows 7 mit 64-Bit, ein Intel Core i3 2100 oder ein vergleichbares AMD-Modell. Die Grafikkarte sollte eine Nvidia GTX 650 oder eine AMD HD 7770 mit jeweils 2 GB VRAM sein. Ja. Hauptspeicher, also RAM 6 GB, Festplatte 25 GB, DirectX Version 11. Ja, klingt alles recht verträglich. Allerdings, wer jetzt da das Ganze in 4K-Pracht sehen will beispielsweise und einen entsprechenden Monitor hat oder Fernseher, der braucht einen Rechner, der ein bisschen mehr auf der Pfanne hat. Außerdem wird dann Windows 10 vorausgesetzt, da bei Rise of the Tomb Raider ja schon einige DirectX 12-Effekte, wie zum Beispiel dieses Nvidia heißt es eigentlich, Nvidia VXAO, zum Einsatz kommen von da. Da bin ich mal gespannt, wie da wirklich der Unterschied ist, ob sich das lohnt, DirectX 12 da wirklich dafür zu benutzen. Genau. Zum Abschluss hast du, glaube ich, noch ein bisschen Speedrun für uns. Genau, es ist ja immer noch Speedrun bis Sonntag und heute Vormittag waren die Awful Games, das heißt die ganzen Gurken, die es damals für ein NES gab. Und das war schon relativ witzig. Wer heute noch gucken will, es läuft Age of Empires in einer Stunde. Also nicht in einer Stunde kommt das, sondern eine Stunde, soll das eine Spiel. Stunde lang ein Strategiespiel, das Wololo. Gar nicht, das gar nicht so einfach war. Dragon Age Origins kommt, GTA 3, die ganzen alten Castlevania-Spiele vom NES und SNES. Dann Mirror's Edge kommt heute Abend und Mega Man, die ganzen, also nicht die ganzen, Mega Man X, Zero und ZX. Kommen heute, unserer Zeit um 12 geht's los mit dem Mega Man Block oder ein bisschen früher sogar schon. Und morgen Vormittag ist sehr interessant, finde ich, für mich, weil ich ein großer Nintendo 64-Fan bin. Da ist nämlich ein großer N64-Block mit den ganzen alten Spielen. Danach kommt noch Secret of Mana und Turtles in Time und Diablo 1 und 2. Sehr schön. Also weiß ich, wenn Videos, die du machst, morgen später kommen, dann liegt das an den Speedruns. In diesem Sinne, wir wünschen euch einen wunderschönen Donnerstag morgen noch. Dann ist die Woche auch schon wieder vorbei. Und hoffentlich sehen wir uns dann morgen wieder. Bis dann. Tschüss.